Herzlich willkommen bei Ballas Capital. Wir sprechen heute darüber, wann der große Immobiliencrash kommt. Und ich freue mich sehr, dass wir Michael Doms bei uns zu Gast haben. Servus, Michael. Hallo, Florian. Danke für die Einladung. Michael, man sieht ja sehr viel in der Presse, diese Headlines. Jetzt kommt der Immobiliencrash. Er kommt im Sommer, er kommt im Herbst. Große Immobilienkonzerne sind im Taumeln, im Wankeln. Wir hier bei Ballas Capital Real Estate spüren davon noch nicht so viel. Wie ist deine Wahrnehmung? Ja, es ist tatsächlich in den Medien angekommen, dass die Zeit eine andere geworden ist. Ich würde jetzt nicht von einem Crash sprechen, aber es gibt ein bisschen eine Klemme, eine Kaufklemme. Warum? Weil die Zinsen gestiegen sind und sich die alten Rechnungen nicht mehr so darstellen lassen. Alten Rechnungen, das heißt bei Projektentwicklungen oder wenn jemand eine Wohnung kauft zum Beispiel als Investment, dass das sich mit der Mietrendite nicht mehr ausgeht. Genau, das vielleicht um das zweite vorwegzunehmen, die Mietrendite, da hatten wir schon bereits vor Kriegsbeginn eine Thematik, weil die Kaufpreise so hoch sind, dass man sozusagen diesen Preis nicht mehr mit einer Miete vernünftig abdecken konnte. Was jetzt dazu kommt, ist, dass Projektentwicklungen sich sozusagen nicht mehr rechnen. Vielleicht um ein bisschen auszuholen, wir haben ja vier Grundparameter in einer Projektentwicklung. Das ist immer der Ankaufspreis, die Baukosten mit allen Nebenkosten, die Finanzierungskosten und dann die Verwertung. Und wir haben jetzt in die Situation, dass einerseits die Baukosten gestiegen sind, das war aber schon vor sozusagen, das war schon 2021 so und jetzt verstärkt in einem sehr kurzen Zeitraum sind die Zinsen gestiegen und die Rechnung ist nicht mehr die gleiche. Früher hat ein Projektentwickler aus unserer Sicht so zwischen 15% und 25% Projektgewinn einkalkuliert, ne, wenn er gut gerechnet hat. Ja. Jetzt wegen den gestiegenen Baukosten ist wahrscheinlich jetzt grundsätzlich die Marge schon deswegen geringer, genau. Und auch wegen den höheren Zinsen. Das heißt, macht Projektentwicklung jetzt überhaupt noch Sinn? Ja, vielleicht nicht in gewohnter Form. Es macht dann Sinn, wenn man entsprechend hohes Eigenkapital einbringen kann, wenn man vielleicht eine Immobilie hat, die schon länger im Bestand ist. Projektentwicklung ermöglicht durch schlaue Ideen und kreative Ansätze wirklich ganz hohe Margen. Da muss man sich wirklich ins Stübchen setzen und überlegen und eben genau diese Juwelen jetzt auspacken. Wichtig ist, dass man diese Themen trotzdem jetzt anpackt. Wir haben bewusst heute diesen Titel genommen, Immobiliencrash. Weil in Amerika schaut es ja wirklich sehr, sehr düster aus. Da sind die Käufe und die Transaktionen extremst zurückgegangen. Wir sind hier in Österreich noch ein bisschen so eine Insel der Seligen. Ja. Das heißt, vielleicht schauen wir mal wirklich auch jetzt auf Österreich, weil sehr viele Zuseher interessieren sich ja für den österreichischen Markt. Wie siehst du hier in Österreich den Markt jetzt im Speziellen? Im Speziellen in Österreich sehe ich die Situation gar nicht so viel anders wie jetzt in den umliegenden Nachbarländern in Europa. Und das ist auch mein Appell, dass man hier entsprechend auch dass jeder sozusagen beteiligte Projekt noch entsprechend reagiert, um diese Konsolidierungsphase, von der wir jetzt ausgehen, auch wirklich anzupacken. Das heißt, es hilft nichts, wenn wir sozusagen diese schlechten Nachrichten mittlerweile über uns ergehen lassen und dabei zuschauen, wie ein klassisches Bauträgerprojekt nicht mehr funktioniert. Wir müssen entlang der Wertschöpfung, und da appelliere ich an jeden, wir müssen jeder seine Hausaufgaben erledigen, jeder besser werden, jeder kreativer werden, jeder anpacken und die Projekte entsprechend mit neuen Parametern umsetzen. Ist das für alle Immobilienklassen so oder würdest du sagen, zum Beispiel jetzt Büro geht gar nicht oder greif ja kein Hotel an oder keine Mittelklassewohnungen? Da gibt es irgendeine Asset-Klasse, wo du sagst, jetzt No-Go? Genau, es gibt ja diese Immobilien, wo man auch, warum sind die Zinsen so hoch? Weil die Inflation entsprechend hoch ist und voraussichtlich auch noch eine Zeit lang hoch bleiben wird. Drum sind natürlich jetzt die Immobilien interessant, wo man die Inflation weitergeben kann. Das heißt Gewerbeimmobilien, Büros natürlich auch. Das Thema der Mietpreisbremse, das du sehr gut kennst auch, das ist meiner Meinung nach politisch immer noch aktuell, auch wenn es jetzt im Moment gegessen ist, in Österreich zumindest. Also jetzt sind natürlich die Immobilien interessant, die gewerblicher Natur sind. Und das hat auch unterschiedliche Gründe. Nicht nur, dass man eben die Preise weitergeben kann, sondern weil es hier auch zu einer Verknappung der Immobilien kommt. Stichwort Logistik, hier gibt es einen ganz hohen Bedarf. Hier gibt es viel zu wenig Logistikflächen noch. Das ist sicher ein interessanter Bereich, um zu investieren. Vielleicht gehen wir es einmal Schritt für Schritt durch, also Wohnimmobilien. Also wir haben wahrgenommen, dass also das leistbare Wohnen sehr gut funktioniert, also leistbarer Wohnraum für alle, ja, sowohl im Kauf als auch in der Vermietung.
und es funktioniert sehr gut das Luxussegment. Mhm. Ist das auch deine Wahrnehmung? Das ist grundsätzlich auch meine Wahrnehmung. Wir haben ja jetzt die Situation, dass auch leistbares Wohnen gestoppt wurde in ganz Österreich. Das heißt, dass die Genossenschaften und gemeinnützigen Wohnbauträger wenig bis gar nicht bauen, obwohl sie sehr viele Projekte in der Pipeline haben. Da ist genauso mein Appell, gehen wir das Thema doch bitte an, setzen wir das um. Warum? Weil wir zwar österreichweit gesehen sicher zu viele Wohnobjekte haben, aber in den begehrten Lagen, wo großes Wachstum herrscht, das heißt in den Ballungszentren, davon, das meine ich auch Wien, beziehungsweise das Wiener Umland, da wird es sozusagen auch zu einer Verknappung kommen. Da wird man Wohnungen brauchen. Das heißt, sind wir uns einig, wir beide, dass in dem Segment Luxuswohnen und leistbares Wohnen es eigentlich in Österreich, wenn wir hier bleiben, keinen wirklichen Crash geben wird? Das sehe ich auch so, weil vielleicht zum Luxuswohnen noch zu kommen. Luxussegment ist ja ein spezielles Segment, da kennst du dich auch besonders gut aus, nehme ich an, dass hier kaufen die Leute einfach das, was sie wollen, und sie kaufen dann auch mit einem hohen Eigenkapitalanteil. Hier eine Villa in Kitzbühel gibt es nicht so oft am Markt, wenn ich die will, dann kaufe ich die. Und diese Immobilien sind unserer Ansicht nach und unserer Beobachtung nach nicht davon betroffen. Diese Mittelklasse-Wohnungen, wenn man das jetzt vielleicht so kategorisieren kann, so in Bezirken, die jetzt nicht ganz Luxus sind, aber auch nicht leistbar, wo die Preise dann doch schon für den Endkunden 6.000, 7.000 Euro sind, wie vor der Krise, die werden es wahrscheinlich schwer haben, oder? Die werden es schwer haben, wobei wir jetzt auch beobachten, dass die Projekte, die eine entsprechende Qualität oder einen singulären, irgendwas Spannendes an sich haben, trotzdem auch gut verkauft werden. Die Projekte, wo die Qualität in den letzten Jahren immer runtergegangen ist, die Preise aber hinauf, die Projekte leiden und werden sich schwer verkaufen lassen. Jetzt haben wir Wohnen abgehandelt. Wie schaut es aus mit dem Office-Segment? Da gibt es bei Office eigentlich auch so dieses Luxus-Office-Segment, wo wir hier sitzen in der alten Wiener Börse, erster Bezirk, sehr hohe Mieten. Ja? Aber auch natürlich, es ist es wert, super Location, und es gibt da wahrscheinlich die billigen Büros. Kannst du hier das auch feststellen, dass es so eine Trennung gibt zwischen Luxus und leistbar? Im Office-Bereich erkennen wir grundsätzlich, dass es jetzt Unternehmen gibt, natürlich auch in der Immobilienbranche, die illiquid werden. Hier werden Office-Flächen frei, die in den guten Lagen beziehungsweise auch bei den neuen Projekten, ich sage Wiener Hauptbahnhof oder Innenstadt, auch entsprechend schnell vermietet werden zu grundsätzlich auch gewohnten Preisen. Hier kann man die Inflation auch gut weitergeben. Die Mieten sind gestiegen in dem Bereich. Würdest du sagen, hier ein bisschen Crashgefahr im Bürobereich oder ist auch relativ stabil? Crashgefahr, ich sehe es relativ stabil. Mhm. Mhm. Jetzt könnte man sagen, man ist in einer Rezession. In einer Rezession schrauben die Leute grundsätzlich Kosten zurück, das heißt auch kleinere Büros. Ist das wahrzunehmen oder ist Österreich so ein stabiler Markt, wo Firmen trotzdem weiterarbeiten und versuchen, ihre Mitarbeiter zu halten? Ja, wir erkennen das in dem starken Ausmaß noch nicht. Wir wissen zwar von Hörnern sagen, dass einige Büroflächen zurückgestellt werden, weil sich natürlich auch Kunden für Büros interessieren und wir uns in diesem Markt auch umhören. Vielleicht muss man aber dazu sagen, du bist Unternehmer, ich bin Unternehmer, dass die Bürokosten nicht zwingend die höchsten Kosten eines Unternehmens sind. Speziell, sage ich mal, im starken Dienstleistungsbereich in Österreich sind es die Personalkosten, die, glaube ich, maßgeblich sind. Hier hat jetzt nichts mit Immobilien zu tun, natürlich mein Appell, aber das sagt, glaube ich, jeder in der Wirtschaft, Personalnebenkosten runter, weniger die Arbeit besteuern. Und um somit auch diese vielleicht eventuell Entlastungen vorzubeugen. Jetzt kommen wir zum Bereich Fachmarktzentren, ja. Zum Beispiel Lebensmittelgroßhandel, die für große Flächen mieten, Sportgeschäfte, Drogeriemärkte etc., die mieten ja große Flächen, sind davon abhängig, dass Leute dort hinkommen, viel einkaufen, viel Umsatz generiert wird. Teilweise sind es ja umsatzabhängige Mieten und Pachtverträge. Wie siehst du dieses Segment? Dieses Segment ist speziell im vorigen Jahr sehr stark nachgefragt worden. Warum? Weil in ganz Österreich die Raumordnungsprogramme dieses Thema verschärft haben. Das heißt, Bestandsgewerbeobjekte mit entsprechend hoher hohem Versiegelungsanteil sind entsprechend begehrt, weil man das in der Form nicht mehr wieder bauen darf, um das so zu formulieren. Das heißt, wenn man diese Kriterien hat,
die auch ein Gewerbepark wertvoll macht. Da will ich jetzt gar nicht so ins Detail gehen, aber natürlich Standort, Lage zu einer Autobahn, Nähe zur Autobahn, Frequenz, Pendlerfrequenz abfangen, diese ganzen Stichwörter, dann hat man hier schon ein Juwel mit entsprechend hohen Renditeanforderungen. Ja. Das Gespräch mit dir macht mich jetzt immer entspannter, weil wir haben schon drei Assetsklassen durch und wir sehen nirgends einen großen Crash kommen. Wir haben noch ein viertes Segment, was sehr, sehr spannend ist, das sind die sogenannten Betreiberimmobilien, zum Beispiel ein Hotel, das jemandem gehört und du hast einen Hotelbetreiber, der das betreibt. Ja? Logistik, Ferienimmobilien zum Beispiel, also Funparks zum Beispiel. Wie schaut es damit aus? Ja, wir erleben ja natürlich nach Corona, nachdem dieses Bedürfnis aufgewachsen ist und Hotels geschlossen waren, hier auch ein bisschen einen Boom, sofern das finanziell im Rahmen ist. Wir sehen auch, dass die Kosten der Hotels deutlich gestiegen sind, die Preise deutlich gestiegen sind. Es wird schon, wie du angesagt hast, auch hier für den Mittelstand immer schwieriger, einen qualitativen Urlaub zu buchen. Das Luxussegment ist meiner Meinung nach gut bedient. Hier gibt es auch zahlreiche Angebote, könnte es sicherlich auch mehr geben, ob der aufgrund der gesamt angespannten Situation, die nicht vielleicht sogar wirklich zuerst an den Urlauben gespart wird, das möchte ich mal in den Raum stellen. Das kann schon sein, dass man hier sozusagen weniger Auslastungen in den Hotels hat. Ich würde sagen, Österreich ist eine Tourismusnation. In Österreich gibt es noch viel Potenzial auch nach oben in gewissen Bereichen. Ich sage speziell auch im Groß-Wiener Umland sehe ich das Tourismussegment weit unter investiert, wenn man langfristig denkt. Also ich sage, für kurzfristig kann das schon auch kann es schon zu Ausfällen hier kommen. Aber ich sage, Immobilien sind auch speziell jetzt, würde ich meinen, ein langfristiges Investment. Hier mit mehr Eigenkapital reinzugehen und langfristiger zu denken, ist, da wird man gut fahren. Und das schnelle Geld ist vielleicht vorüber, was grundsätzlich auch manche nicht unglücklich stimmt. Man sieht ja jetzt, dass sehr viele internationale Touristen in Österreich sind und vor allem auch in Wien, auch aus Amerika, wegen der Währungsdifferenz. Ja, ist ja da sozusagen die Reise nach Europa jetzt leistbarer und etwas billiger. Nein. Das heißt, ein Tipp jetzt an alle Projektentwickler, baut euch ein kleines Hotel und verdienst damit Geld? Ja, ist sicher ein guter Tipp. Es ist, wie gesagt, jede Business-Idee, die mit entsprechendem Engagement eine gute Sache. Wir haben ja beispielsweise auch, weil du gerade ausländische, nicht nur Touristen angesprochen hast, sondern auch Investoren ansprichst, die größten Wohnungskäufer sind auch jetzt aus dem unmittelbaren Ausland, nämlich aus den Ländern, wo die Inflation noch deutlich stärker ist als in Österreich. Die haben sozusagen jetzt auch in Wien ihre Immobilien gekauft. Das wird sich sicher auch wieder einpendeln. Aber wir leben vom internationalen Tourismus und internationales Geld ist natürlich auch gut willkommen. Und die internationalen Investoren haben sicher vielleicht jetzt eine Chance, jetzt wenn man den europäischen Markt nämlich betrachtet, auch außereuropäische Investoren haben jetzt die Chance in Europa, bei dem einen oder anderen Immobilienprojekt Fuß zu fassen. Ja. Wenn man in eine Immobilie investiert, braucht man natürlich Eigenkapital. Ja. Und sehr oft holt man sich auch Fremdkapital von der Bank, was zurzeit ja leider sehr teuer ist. Mein Vater sagt immer, mach dir keine Sorgen, weil als ich geboren wurde, waren die Zinsen 12%. Ja? Und wir haben auch irgendwie weitergelebt. Das heißt, Fremdkapital ist ein Thema. Ja. Was ist dein Tipp für jemanden, der jetzt Immobilien kauft, als Investor oder als Privater? Einfach mehr Eigenkapital zur Verfügung zu stellen, besser mit der Bank zu verhandeln, längere Laufzeiten mit der Bank. Was kann man da so global Investoren und Käufern mit auf den Weg geben? Ich denke, dass jetzt die Zeit gekommen ist, auch wirklich sich bewusst zu werden, welchen Preis man für eine Immobilie zahlt. Also der erste Schritt in einer Immobilieninvestition ist immer ein guter Ankauf. Das ist sozusagen der Ansatz. Wenn der Ankauf schlecht ist, wird es danach auch sehr schwer, das wieder aufzuholen. Und jetzt hat man als Investor wieder Cash is King, wieder die Chance, hier entsprechend Argumente am Tisch zu legen, dass man gut und günstig einkauft. Natürlich ist es ein Vorteil, wenn man mehr Eigenkapital einbringt. Das schafft auch nicht jeder in jeder Situation. Immobiliengeschäft ist auch ein Leverage-Effekt, wie man sozusagen sagt. Also ist auch ein Geschäft, das sehr gut mit Fremdmitteln funktioniert, grundsätzlich und so aufgesetzt ist. Also
eine Empfehlung ist, dass man günstig einkauft und Immobilien einkauft, die man auch wirklich an die man glaubt und wo man wirklich täglich dann anpacken kann. Das Schöne an Immobilien ist, dass man jeden Tag die Chance hat, dieses Produkt zu verbessern und sozusagen auch wirklich was Schönes entstehen zu lassen. Du hast zu Beginn erwähnt, dass der Projektentwickler mehr herausholen kann an Gewinn, wenn er innovativ ist. Da fällt mir zum Beispiel ein Beispiel. Wir finanzieren gerade ein Wohnhaus, das de facto energieautark ist mit Solar und Erdwärme. Sind das solche Beispiele? Da fällt dir noch was anderes ein. Ja, ich sag, das geht sogar schon Richtung zukünftigen Standard. Also dieser Nachhaltigkeitsgedanke, der muss ja in den Projekten zukünftig auch entsprechend umgesetzt werden. Das ist auch die, glaube ich, die Erwartung des Konsumenten. Ich denke aber, dass man hier vielleicht noch weiter denkt, indem man sozusagen flexible Nutzungen vorsieht, dass man vielleicht auch sprich natürlich Umwidmung ist sozusagen ein klassisches Thema, wo man entsprechend eine Erhöhung des Wertes widerfährt. Man könnte, da wird mir jetzt ein paar Themen noch einfallen. Das ist wahrscheinlich alles rund um ESG. Rund um ESG. Energie. Energie natürlich. Energieautarkie ist natürlich ein vielleicht auch diese CO2-Neutralität, die bei neuen Projekten auch in Zukunft vielleicht möglich sein wird. Und flexible Nutzungen. Du bist ja schon sehr, sehr lange in der Immobilienbranche und hast wahrscheinlich auch viel Geld in Immobilien gesteckt und auch in deine Immobilienfirma. Ja, das Geld, was du nicht in Immobilien hast, was machst du damit? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das ist auch nicht, du bist auch nicht der Erste, der mich das fragt. Ich habe tatsächlich alles in Immobilien. Warum? Weil ich mich dort am besten auskenne. Was ich aber trotzdem sozusagen in Zukunft planen würde, ist eine entsprechende Verteilung des Vermögens, Cashbestand, eventuell ein bisschen Kryptos. Hast du noch keine Kryptowährungen? Ich habe keine Kryptowährungen, aber ich beschäftige mich damit und wie gesagt, das ist nur eine Frage der Zeit. Ich glaube, es ist gar kein schlechter Zeitpunkt, um zu starten. Guter Zeitpunkt, ja. Und Aktien natürlich. Wie gesagt, bei Immobilien habe ich immer das Gefühl, dass ich jeden Tag daran arbeiten kann, dass ich sozusagen auch fachlich entsprechend mehr davon verstehe als von den anderen Produkten. Daher habe ich mich jetzt noch nicht viel weiter herausgelehnt in diesen Sachen. Aber danke, dass du mich erinnerst, weil das steht auf jeden Fall an. Es gibt ja diese Coaches im Internet, die den jungen Menschen immer empfehlen, eine Wohnung zu verkaufen, die zu vermieten. Das sehe ich als allgemeinen Ratschlag etwas bedenklich an, weil natürlich jetzt durch die hohen Finanzierungskosten und durch die geringe Mietrendite ist natürlich eine gefährliche Sache. Ja. Was kannst du jungen Menschen empfehlen, so als Abschlusswort jetzt, wenn sie sich selbstständig machen wollen in der Immobilienbranche, in diesem Marktumfeld? Ja, ich glaube, jetzt ist gefragt Know-how. Jetzt ist gefragt Know-how. Es gibt, es wird sozusagen jede Immobilie neu bewertet werden müssen. Es wird hier viel passieren entlang der gesamten Wertschöpfung und dieses Know-how kann man sich sehr gut bezahlen lassen. Mhm. Und das Know-how bekommt man Lehrgang, Universität, Lehrgang, Internet. Auch Hands-on, Internet. Mhm. Man hat heutzutage wirklich alle Möglichkeiten, sich auf ein Thema draufzusetzen. Stichwort ESG, Stichwort Artificial Intelligence im Immobilienbereich, Digital Twins, ein Riesenthema. Also gerade diese neuen, auch visuellen Themen, die dieses Produkt irgendwie näher bringen und auch Lösungen bringen, die werden die Branche auch weiterbringen. Und da gibt es einfach wirklich viel Potenzial. Super, Michael. Vielen Dank für dieses coole Gespräch. Ich bin froh, dass kein Crash kommt. Wir können heute noch in Ruhe weiterarbeiten. Danke für diesen tollen Input und dir alles Gute. Danke, Florian, für die Einladung. Danke. Liebe Zuseher, herzlichen Dank für Ihr Interesse. Bleiben Sie gesund und investieren Sie smart.